Ja, wir sind heute in Bonn-Bad Godesberg hier zur frühen Stunde und wir holen Alexander von Frankenberg ab, den Geschäftsführer vom Hightech Gründerfonds, der Seed-Frühphasenfonds in Deutschland. Sie haben gerade ihr 500. Technologie-Investment gemacht, eine knappe Milliarde Euro eingesammelt und ja, es gibt natürlich wenig Leute wie den Alex, der wirklich einen super Blick auf Startups hat. Was funktioniert nicht, was müssen wir auch noch in Deutschland tun, um wirklich das Startup-Ökosystem und Entrepreneurship weiter zu pushen. Ich freue mich wahnsinnig auf die Change Rider-Fahrt. Alex, herzlich willkommen im Change Rider. Danke. Toll, dass du dabei bist. Ja. Vielleicht starten wir auch mit dem Thema, ich sag mal wirklich, Blick auf Gründer und auf Startups. Was sind da für dich so eigentlich so die 3, 4, 5 Erfolgsfaktoren, wo du sagst, okay, also das ist eigentlich das Must-Have, was auch ein Startup mitbringen muss, damit ihr euch das anschaut und damit ihr dann auch die Entscheidung trefft im Komitee, dass ihr da auch rein investiert. Ja. Also wir müssen am Ende das Gefühl haben, die Gründer wollen wirklich ein Unternehmen aufbauen. Okay. Das muss jetzt für uns nicht super, super riesig sein, muss kein Milliardenunternehmen sein. Ein Unternehmen im zweistelligen Millionenbereich, wertmäßig, das ist völlig in Ordnung. Aber der Wille, so ein Ding hinzukriegen, der muss einfach da sein. Und da gehört halt eben ganz viel dazu, harte Arbeit und die Dinge durchdenken, die Kompetenzen reinholen, klar, ehrlich sein zu sich, auch offen sein für Anregungen, aber auch wirklich seine eigene Meinung haben. Dann braucht man natürlich irgendwo einen Wettbewerbsvorteil, weil wir wissen, alle kleinen Unternehmen, die haben eigentlich nur Nachteile auf ihrer Seite. Ja. Und irgendwo muss halt ein Vorteil sein. Und für uns kommt der eben aus der Technologie typischerweise oder aus einem sehr, sehr innovativen Geschäftsmodell. Und der dritte Punkt, der, glaube ich, super zentral ist, ist, dass man halt irgendwie ein Geschäftsmodell verfolgen muss oder auch entwickeln muss, muss ja nicht gleich ganz da sein, was halt am Ende nachhaltig profitables Unternehmen aufzeigen kann. Das heißt also für euch natürlich, also wirklich natürlich logischerweise Exit-getrimmtes Geschäftsmodell. Ja, also das heißt, ihr beteiligt euch in der frühen Phase und dann, sage ich mal, was habt ihr da für einen Horizont? Spielt er da eine super, Rolle? Super lang. Der dritte Fonds hat jetzt nochmal eine bisschen längere Laufzeit. Okay. Das sind 17 Jahre. Okay. Mit wow, allen Verlängerungsmöglichkeiten. Okay. Das heißt, das Zeitfenster, so ein Unternehmen aufzubauen, ist super, super lang. Das heißt, wir drängen überhaupt nicht auf einen schnellen Exit nach 3, 4, 5 Jahren, sondern wir sagen einfach, hey, nimm dir die Zeit. Und über, ich sag mal, jenseits der 10 Jahre sagen dann auch viele Gründer, hey, ich will mal was anderes machen oder will den Erfolg auch ein bisschen realisieren. Da kommt der Exit dann auch relativ natürlich. Verstanden, ja. Und was ich hier auch festgestellt habe, ist ganz interessant, es gibt ja auch unterschiedliche Gründer, sage ich mal, CVs oder Gründertypen für unterschiedliche Phasen. Also du hast also den Gründertyp, der in einer ganz frühen Phase im Sinne von, hey, also von 1 auf 30 Mitarbeiter, dann stell dich fest, dann hast du dann den Gründer, der dann irgendwie so in der Phase geht, dann bis 100, whatever, so. Und dann hast du den, der, wenn du richtig fett bist, international, dann brauchst du wahrscheinlich nochmal anderes Skillset. Das ist ja wahrscheinlich auch spannend, dass da wahrscheinlich auch über die Zeit die Gründerteams auch wahrscheinlich auch dann sich durchmischen und auch wechseln. Genau, ne? Es gibt ein paar, die es wirklich komplett durchziehen, also die wirklich in die Phasen reinwachsen und da auch am Ende überall passen. Gibt es ja berühmte Beispiele, hier Michael Dell und Bill Gates und klar, die Großen, die halt dann von ganz klein bis ganz, ganz groß eben mit dabei waren. Und das Beste ist halt, in der Tat gibt es halt, manche Unternehmen entwickeln sich halt schneller als die Gründer, als das Management. Und wir haben ein paar Fälle, einige Fälle, wo die Gründer sagen, hey, ich glaube, wir brauchen jetzt hier jemanden, der mich da für die nächste Phase gut ergänzt. Das ist der beste Case. Und manchmal knirscht es halt so lange, bis die Veränderung sich halt dann jetzt nicht zwangsweise, aber bis die halt ein bisschen mit Nachdruck entsteht. Und manchmal klappt die Veränderung nicht und dann bleiben die Unternehmen auch klein. Dann kommen die nicht in die nächste Phase. Und das ist natürlich dann schade. Wir haben einige Unternehmen, die Riesenpotenzial haben und die das Potenzial, ein paar auch gar nicht realisieren können. Aus verschiedenen Gründen. Was bringt ihr auch mit an Tisch? Ist schon fast eine rhetorische Frage, weil 500 Investments, aber okay. Genau, also was bringt ihr mit an Tisch? Und genau, und wie habt ihr denn da überhaupt wirklich Einflussmöglichkeiten zu sagen, wenn, ne, weil ihr seid ja dann anscheinend auch nur Gesellschafter, genau, ne, wenn das Ding jetzt irgendwie nicht fliegt und du hast jetzt, du würdest sagen, ist das so der Klassiker, hey, wenn ich jetzt CEO wäre, dann, bist aber nicht. Ne, also sag ich mal, was habt ihr dafür, genau, was habt ihr dafür für Einflussmöglichkeiten? Also was wir mitbringen, ist echt die Erfahrung. Wir haben die Sachen, die allermeisten Sachen schon
zigmal gesehen und können sagen, guck mal hier, da, da und dort. Und dann können wir auch einfach nur die Intro machen zu einem Case, der halt ähnlich gelagert war, der halt 5-6 Jahre in der Vergangenheit liegt. Ja. Und wenn dann der Gründer mit einem anderen Gründer redet und dann nochmal die andere Perspektive hört, dann ist es schon, kann das schon sehr, sehr überzeugend sein. Okay. Was wir schon auch mitbringen, ist also zwei Dinge, die sehr zentral sind. Einmal ein Riesenfinanzierungsnetzwerk. Wir haben über 1300 verschiedene Investoren investiert im Portfolio. Also nicht nur Kontakte, sondern da sind wir gemeinsam Gesellschafter. Und da können wir natürlich sehr leicht und super, super schnell die Türen aufmachen. Und für Anschlussfinanzierung. Für Anschlussfinanzierung, ja, klar, auch für dieses Know-how. Okay. Weil die sagen dann, hey, guck mal, pass mal auf, für eine VC-Finanzierung würde ich gerne machen, passt der Space, aber das ist sozusagen, das sind die Kriterien, das ist das Stadium, in das ihr kommen müsst, damit das klappt. Und da können wir sehr, sehr informell und super schnell die Türen aufmachen. Und was wir auch mitbringen, ist, also das ist die finanzielle Seite, wir bringen eben auch die Know-how-Seite mit. Das heißt, wir haben einen riesen Pool von Beiräten, von Beratern, von Interim-Geschäftsführern, von Geschäftsführern, von Business Angels, die sich operativ einbringen. Und da machen wir die Türen auf und versuchen, sozusagen passendes Know-how reinzukriegen, eben von einem Angel, der investiert, der seinen Beitrag leistet, bis hin zu einem Geschäftsführer, vielleicht CEO, der dann permanent reingeht. Okay, verstanden. Okay. Jetzt hast du ja natürlich den besten Blick auf Startups überhaupt und auf Gründer überhaupt mit deinem Team. Was sind so die Hauptscheitergründe? Also ein Klassiker ist Streit. Ja, und zwar Streit, auf der einen Seite ist wichtig, ja, man muss sich auseinandersetzen, man muss auch konfliktäre Positionen austauschen können und auch ausreichend diskutieren können. Der entscheidende Punkt, man muss dann irgendwann zusammenkommen. Man muss sich halt irgendwann einigen und dann halt in eine Richtung laufen. Und wenn es nicht die ideale Richtung ist, muss man eben die Richtung korrigieren. Streit mit euch oder Streit unter den Gründern? Genau, also Streit unter den Gründern natürlich, okay. Aber auch Streit zwischen Gründern und Gesellschaftern, aber auch Streit zwischen Gesellschaftern. Und klar, wir sind alle Menschen, wir haben alle starke Meinungen und wollen die Meinungen auch durchsetzen. Okay. Und es ist auch richtig, die Meinungen zu vertreten und auch sich ein bisschen zu reiben. Aber der Punkt ist, man muss irgendwann mal in vertretbarer Zeit zu einer Entscheidung kommen und voranmachen. Und wenn es dann eben doch die falsche Entscheidung war, dann muss man sie halt korrigieren. Und das ist ein großer, großer Fehler, dass man dann irgendwann auch die Sachebene verlässt, auf eine persönliche Ebene kommt. Und wir hatten da Beispiele, ein paar Beispiele, wo auch wir beteiligt waren, aber zum Beispiel ein Beispiel, Gründerteam, drei Gründer kriegen einen Preis verliehen vom Wirtschaftsminister, schon lange her. Die haben sich über Wochen gestritten, wer den Preis entgegennehmen darf, weil es durfte nur einer auf die Bühne. Nein. Und in der Folge ist das Gründerteam zerfallen. Da gab es sicher noch andere Themen, aber das war super krass. Und natürlich gibt es auch Streit, wo wir auch beteiligt sind. Es läuft halt schlecht, Businessplan stimmt nicht, die Aussagen stimmen vielleicht nicht so ganz. Mittlerweile haben wir gelernt, dass es klar ist, dass man auch nicht immer die ganz 100% perfekte Wahrheit präsentiert kriegt. Mhm. Logisch, weil der Druck ist erheblich auf der Gründerseite. Und wenn man dann sich um irgendwelche Aussagen streitet, du hast aber das gesagt und das stimmt aber gar nicht, dann bringt es überhaupt nichts, sondern man muss einfach gucken, wie komme ich konstruktiv gemeinsam voran. Okay. Super wichtig. Und natürlich ist auch sehr wichtig, also Streit, großes Thema. Warum scheitert Unternehmen noch? Am Ende muss ich halt gucken, dass ich diesen klitzekleinen Vorteil, den ich halt habe, aus der Technologie raus, aus meinem neuen Ansatz, dass ich den halt behalte und ausbaue. Und wir sehen schon einige Teams, die sehr innovativ sind und dann lässt die Innovation aber auch nach. Dann ist man halt beschäftigt mit 1000 Themen. Und mit Vertrieb zum Beispiel, hoffentlich. Genau. Mit Einstellen. Genau. Und Wachstum, Mitarbeiter, genau. Alles Mögliche, genau. Und dann plötzlich rechts und links wird man überholt. Und dann ist man halt einer von vielen und kann vielleicht noch ein Unternehmen aufbauen, aber vielleicht auch nicht mehr. Dann reicht es halt einfach nicht. Okay. Also man muss diesen Vorteil kontinuierlich. Und natürlich, warum scheitert Unternehmen? Weil halt kein Geld da ist. Das heißt, Fundraising ist schon eine sehr wichtige Kompetenz. Oder eben, war das der seltenere Fall, die Unternehmen halt profitabel kriegen. Okay, verstanden. Und aber beim Fundraising ist wahrscheinlich ja bei euch, ist wahrscheinlich eure auch, sag ich mal, mitentscheidende Rolle, wirklich in dein Investorennetzwerk reinzugehen, irgendwie Folge-VCs und irgendwie Strategen und whatever. Ja, und auch genau, auch da den richtigen Zielmarkt zu haben, klar. Weil es gibt halt viele Unternehmen, die sind eben nicht der ideale Case für den VC, sondern das ist halt eher ein Business Angel Fall oder vielleicht ein Corporate Fall, vielleicht auch ein Förderfall, also wo man wirklich über ein großes Förderprogramm sich finanziert und dann vielleicht erst später wirklich gut zu einem VC passt. Okay, verstanden. Thema
Diversity und Frauen, wie ist so dein, also kannst du da eine Quote nennen von irgendwie Gründerinnen, also männlich versus weiblich bei euch? 8% Gründerinnen, leider sehr, 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 sehr wenig. Viel zu wenig, weil auch wir eine leicht bessere Performance in den Teams sehen, wo Frauen mit dabei sind. Also nicht riesig besser, aber besser. Also das ist doch schon mal eine mega Aussage. Ja, total. Okay, also gut, absolut. Okay, super, das werden wir hier schon mal in die Kerne stellen. Hey Mädels, traut euch, gründet. Und wir sehen auch ein balancierteres Risikoprofil, wenn Frauen mit dabei sind, weil tendenziell, stimmt natürlich jetzt nicht für alle, die Frauen eher mal einen Blick auf die Risiken haben, was kann da passieren, okay, die ein Tick vorsichtiger sind und die Jungs sind da mehr so forsch und zack, Vollgas. Und okay, in der Kombination kann das sehr, sehr gut passen. Und ich glaube, das Potenzial ist riesig. Sehen wir ja überall in der Wirtschaft, Vorstände, Aufsichtsräte, wenn da Frauen dabei sind, machen die einen riesen Job. Und 8% ist viel zu niedrig. Klar. Warum und wie kannst du das erklären? Warum ist das so? Ja, wir haben einen technischen Fokus und es fängt am Ende, ich sehe es bei meiner Tochter, es fängt in der Schule an. Der Mathe-Leistungskurs, der Physik-Leistungskurs ist eben 80-90% Jungs. Und dann entsprechend auch die technischen Studien und dann sind da die technischen Gründe auch eher männlich. Okay, verstanden. Okay. Also eine ganz lange Kette. Und das ist, by the way, auch in Amerika anders. Also ich war mal bei Anderson vor Urzeiten und da war es damals schon so, dass der Frauenanteil bei den Beraterinnen irgendwie 40% war, sehr hoch war. Krass, okay. Interessant. Das war Mitte der 90er. Okay, okay. Wow. Und auch damals war es schon so, im Informatikstudium USA, Computer Science, war der Frauenanteil irgendwie 30-40%. Okay, okay, wow, okay, cool. Und da müssen wir die Mädels ermutigen, zu sagen, komm hier, trau dich, mach mal Informatik-Leistungskurs. Okay, verstanden. Ja, du hast angesprochen Schule, auch spannendes Thema, wenn du jetzt so unser Schulsystem betrachtest, gerade im Blick auf den Wandel und Digitalisierung, was jetzt auch da kommt, wo du sagst, okay, was sind so die Dinge, die wir da eigentlich ändern müssen? Also Dorothy Bär hat ja im Change Rider hier gesagt, okay, also es muss irgendwie doch ein Tablet in jede Grundschultasche rein, wo ich sage, okay, es ist vielleicht doch ein bisschen früh, aber wie ist da deine Sicht drauf? Du bist ja selber Vater. Ja, also ich war mal... Vor 3 Jahren war das beim Elternabend, da war unsere Tochter in der 6. Klasse und da kam der Lehrer rein und hat an die Tafel mit Kreide geschrieben und ich hatte dann so ein Flashback an meine Schulzeit, die schon sehr lange her ist und ich habe es nicht ausgehalten. Ich bin nie wieder zum Elternabend gegangen, weil ich es echt nicht, also es war wirklich schwer zu ertragen, weil sich überhaupt gar nichts verändert hatte. Die Schulen sind Gymnasium hier, Rodesberg, also gute Schule und nette Gegend und das war wie bei uns. Also da hat sich in 40 Jahren überhaupt nichts getan. Und da muss halt mehr passieren. Und die Kinder sind ja super IT-affin. Die können natürlich super gut WhatsApp und Snapchat. Klar. Wollen das ja auch. Aber mit Excel und Word wird es schon schwerer. Also klar, das können die nicht unbedingt. Das heißt, trotz der hohen Affinität, die haben, muss man da was machen. Weil die sind da sehr fokussiert auf die, am Ende auf die sozialen Medien und Fotothemen. Schon andere Applikationen werden schwer und dann aber nochmal einen Schritt runter, am Ende ein bisschen zum Programmieren, da passiert da super wenig. Also da brauchen wir viel mehr Bildungsangebote, auch viel mehr Hinführen, vielleicht spielerisches Hinführen und auch viel mehr Überzeugung und Begeisterung auf der Lehrerseite, auf der Verwaltungsseite. Okay, verstanden. Also ich glaube ja, absolut agree. Die Frage ist wahrscheinlich, wann man da anfängt, ob man da wirklich dann jetzt wirklich in der ersten Klasse startet oder dann in der weiterführenden Schule. Okay. Was ich ja sehe, würde auch gerne mal deine Meinung dazu sehen, weil du bist ja gerade im ganzen Technologiebereich unterwegs. Also ich glaube ja, wenn ich jetzt auch an die Erziehung meiner Kinder denke, also ich sag mal, das, was ja eigentlich auch eine Schule und auch vielleicht eine Universität mitgeben sollte und irgendwie sehr aktuell in der Breite nicht mitgibt, ja, und auch ein normales Ausbildungssystem auch nicht, ist ja wirklich das Thema Fokus auf Kommunikation, Teaming und Empathie. Ja, aber das ist natürlich das, was natürlich wahrscheinlich, solange wir zwei leben hier, Maschinen und so wahrscheinlich auch nicht übernehmen werden. Und ich glaube, was jetzt auch immer wichtiger wird im Zuge der Digitalisierung. Und das wäre also eigentlich schon fast mein Hauptappell, dass ich sage, hey, Leute da draußen, ihr müsst da die Lehrer natürlich mehr ausbilden, also auch die universitären Programme, die Ausbildungsprogramme müssen sich da auch ändern. Mhm. Und genau, also wie ist dein Meinung? Am Ende entscheiden sie die People Skills. Also gibt es auch Statistiken, dass die Einkommen von
dass die Einkommen von ist das nicht schön hier? Das ist ein Drachenfels. Also ich sag ja, beste, also wirklich, das ist der Wahnsinn. Also das ist natürlich jetzt die Highlight-Fahrt hier. Also das war eine gute Idee von dir hier, dass... Wir fahren jetzt hier über den Rhein und hier das bei Königswinters. Und by the way, ganz kurz, hier ist das nördlichste Weingut. Wir sind im Süden von NRW, das nördlichste Weingut von NRW. Das heißt, nur hier und sonst nirgends wächst Wein in NRW. Okay, und der Wahnsinn. Ist wirklich gut, der Wein. Okay, ah, wow. Okay. Ich fahre jetzt einfach wahrscheinlich hier vorne an die Rampe ran. Ja, genau. Das machen wir jetzt einfach mal. Wow, das ist ja super. Wahnsinn. Ah, sehr gut. Genau, und also da gibt es Statistiken, dass die Gehälter von super gesuchten Informatiker natürlich gestiegen sind, aber am meisten sind die Gehälter von Führungskräften gestiegen. Okay. Also auch nicht im Top-Management-Bereich nur, sondern auch drunter. Und entscheidend ist wirklich People Skills, die Leute führen. Das dürfen wir nicht vergessen bei dem ganzen Thema Digitalisierung, weil am Ende sind dann immer noch Leute, mit denen wir zu tun haben. Aber nochmal ein Satz zurück zur Digitalisierung. Ich denke, es ist falsch, sozusagen mit, ja, ich sag mal Gewalt oder mit super viel Energie schon die Allerkleinsten in die Digitalisierung reinzuzwingen. Ja. Okay. Was aber richtig ist, ist früh die Türen zu öffnen, Angebote zu schaffen. Ja. Weil wenn wir mal so ein bisschen gucken, die ganz, ganz großen, ich sag mal, Erfolge und Durchbrüche sind gemacht worden von Leuten, die zwischen 19 und 25 sind. Hm. Also Vitalik Buterin, hier Ethereum-Erfinder, der war 19, als er es gemacht hat. Und damit ich mit 19 so fit bin, sowas zu machen, da muss ich schon sehr früh anfangen. Das heißt, wenn ich da nicht schon mit 10, 11, 12 super gut einsteigen kann, dann schaffe ich es natürlich nicht bis 19. Das heißt, die Top-Talente, die kann ich auch nur rausentwickeln, wenn ich denen schon ganz früh die Möglichkeit gebe, da Zugang zu finden. Und das ist super wichtig. Okay, verstanden. Das ist sehr wichtig. Okay, super. Und jemand, der da keine Neigung hat, mein Gott, der soll ist auch völlig in Ordnung, dann was anderes zu machen. Natürlich. Klar. Okay, ja, cool. Klar. Super. Okay. Was sind so die Top 2, 3 Themen, wo du sagst, da müssen wir ran? Ja, also ein Top-Thema ist, ich hole da so ein bisschen aus, die deutsche Startup-Landschaftsszene hat enorm aufgeholt. Klar, als wir angefangen haben, vor 13 Jahren gab es nichts. Da haben die Sambas Klingeltöne verkauft und... Wart ihr da eigentlich wirklich, kann man da von Pionierarbeit sprechen? Oder? Wir waren mit die Ersten, da gab es wirklich... Okay. Der Conny Börsch hat damals angefangen, gab natürlich noch ein paar VCs. Das war das Mountain, ne? Genau. Ja, okay. Er hat da als Business Angel angefangen zu investieren. Ja. Gab ein paar VCs, die überlebt hatten, aber die waren super, super zurückhaltend. Es wurden laut BVK-Statistik 2004, 2005 20 Unternehmen finanziert in der Seed-Phase. Also nichts, gar nichts, da war nichts. Und auch vor dem Hintergrund sind wir entstanden und heute sieht super aus. Da gibt super viele Gründer und es gibt super viele Investoren. Die Investorenlandschaft ist groß geworden. Es gibt riesen Finanzierungsrunden. Es gibt vermehrt IPOs. Es gibt Milliarden IPOs. Alles super. Okay. Das ist wirklich klasse und da haben natürlich wir, nicht nur wir, sondern viele, viele andere, die Sambas und die Universitäten und ganz, ganz viele einen Riesenjob gemacht. Aber es gibt ein ganz großes und es ist wirklich ein Problem. Dass eben, als wir angefangen haben, war Facebook ein Jahr alt. Heute ist Facebook 450 Milliarden Dollar wert. Und zwar mehr wert als alle Startups seit und inklusive SAP in Deutschland zusammen. Nur dieses eine Unternehmen ist größer als alle Startups jemals. Mhm. Und dann gibt es ja noch die ganzen anderen Unternehmen, die da ringsherum entstanden sind. Und das ist nicht nur eine Wertperspektive, also an sich schon mal ein Thema, wo entstehen die Werte, aber das ist auch ein Ökosystem-Thema, weil um Facebook entstehen riesige Ökosysteme, da ist WhatsApp gekauft worden, da gibt es Gerüchte, dass vielleicht Coinbase gekauft wird und plötzlich entsteht aus der Facebook-Community die größte Krypto-Community oder Krypto-Börse oder auch irgendwelche anderen Dinge. Und ruckzuck sind wir in den nächsten neuen Themen wieder abgehängt. Was heißt es? Uns muss es gelingen, richtig, richtig große Unternehmen, und da reden wir gar nicht über Milliarden, sondern über dreistellige Milliarden Unternehmen in Deutschland zu etablieren, die dann vor allen Dingen diese großen Ökosysteme um sich herum schaffen und dann auch weitere Effekte haben. Das ist super, super wichtig. Was kann jetzt da die Politik zum Beispiel machen? Können die überhaupt was machen? Oder? Ja, da gibt es viele Voraussetzungen, ganz, ganz viele Voraussetzungen. Und eine Voraussetzung ist, sind Börsengänge. Die Unternehmen müssen es schaffen,
unabhängig zu bleiben. Mhm. Beispiel Facebook wieder, die hätten für 1 Jahr verkauft werden können, nach 2,5 Jahren Anhörung. Ist nicht passiert, aus anderen Gründen, weil Mark Zuckerberg gesagt hat, nee, mach ich nicht, will ich nicht. Mhm. Und dann ist es nicht verkauft worden. Das ist eine Voraussetzung, nicht zu früh verkaufen. Okay. Aber die andere Voraussetzung ist eben, Facebook hat ganz, ganz viel Geld eingesammelt, das klappt hier auch zunehmend besser, aber ist dann vor allen Dingen an die Börse gegangen. Und wir tun uns hier noch sehr, sehr, sehr schwer mit der ganzen Equity-Finanzierung, also okay, vorm Börsengang und eben auch mit dem Börsengang. Und da kann die Politik sehr viel machen. Warum? Weil halt viel mehr Geld in diesen ganzen Equity-Bereich gelenkt werden müssen. Das heißt, die Incentives dürfen nicht liegen, in Lebensversicherungen und in Staatsanleihen zu investieren, sondern die Incentives müssen liegen, in Equity zu investieren. Also, dass eben mehr Private Equity Fonds, Venture Capital Fonds gespeist werden aus deutschem Geld, was wir ja zu Genüge haben. Mhm. Und dass eben am Ende auch viel mehr Leute Aktien kaufen. Die Aktienquote in Deutschland ist super niedrig, okay, und die muss noch höher werden. Und dann stehen auch Mittel zur Verfügung, die dann die Voraussetzung sind, dass die Unternehmen sehr, sehr, sehr groß werden. Okay, super, verstanden. Super wichtig. Okay, verstanden. Also das ist, sage ich mal so... kurze Ergänzung. Das war jetzt nur ein Beispiel Facebook. Ja. Da gibt es ja noch Alibaba und Tencent, gigantische Unternehmen aus dem... gigantische Unternehmen aus dem asiatischen Bereich. Und dann werden noch weitere entstehen. Okay. Und wir müssen einfach gucken, dass wir da nicht abgehängt werden. Okay, verstanden. Okay. Weil größte IPO, Riesenrespekt, Riesenleistung, Zalando... hängt bei einem niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag. Das ist super. Also riesen, riesen Erfolg, will ich gar nicht relativieren. Aber im Vergleich, wenn das der größte Erfolg ist, viel zu klar. Klar. Okay. Viel zu klar. Okay. Okay, du, Deutschland, Kultur des Scheiterns, würde ich ja sagen, sind wir noch so ein bisschen von entfernt. Ja. Deswegen versuchen wir ja hier bei dem Format auch immer, ich sag mal hier die Mitfahrer, begeistern von ihren Scheitergeschichten erzählen zu lassen und wie sie irgendwie daraus gelernt haben. Genau. Also was ist deine Geschichte des Scheiterns, die du gerne teilen möchtest? Also da müssen wir jetzt mal 2 Stunden anklagen. So viele. Okay. Und ich erzähle gleich meine Geschichte, aber wir haben 150 gescheiterte Beteiligungen von den 500. Okay. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Fehler, die wir natürlich auch gemacht haben. Und meine persönliche Scheitergeschichte ist eine Weile her, aber vielleicht umso relevanter. Gab ja schon mal so einen Boom 2000 und da habe ich einen Inkubator aufgebaut als Berater, Inhouse-Berater für Siemens und alles ganz super. Und da gab es dann 4 Unternehmen, die da drin waren und relativ spät, und da fängt das Scheitern schon an, weil ich ein bisschen gezögert habe, Anfang 2001 bin ich als Head of Marketing und Sales in eins der Unternehmen reingegangen und da war natürlich alles schon so ein bisschen am kälter werden, am sich beruhigen. Und dann kam der 11. September 2001 und dann war es so, dass wir nach dem 11. September nicht mal mehr Termine bekommen haben. Und ohne Termine kann man natürlich auch ganz schlecht verkaufen. Und ich habe dann auch nichts verkauft und das Unternehmen ist dann auch letzten Endes auch aus anderen Gründen gescheitert. Aber am Ende war ich da als Head of Sales und Marketing ziemlich, ich habe eine neue Webseite hingekriegt und ein bisschen Marketingmaterial, aber nichts verkauft. Und das hat schon sehr wehgetan. Aber Learning ist ja, ich meine, das war ja noch nicht mal eigentlich deine Schuld, ne? Weil ich sag mal, es war ja dann, also Börsencrash ja sowieso, oder sage ich mal, der Hype an sich war ja schon ein Thema, okay, auch durch dich schwer zu beeinflussen, also 11. Thema sowieso nicht, genau. Also wahrscheinlich hätte man schon, wenn man noch besser, noch härter, hätte man schon was verkaufen können. Okay. Und noch mehr Rampensau, ja, Alex. Ja, klar, absolut. Also okay. Es gab schon auch Unternehmen, die dann was verkauft haben. Also Umsatz hatte auch nicht jeder dann. Okay, verstanden. Okay. Und das hat schon sehr wehgetan, weil ich bin da damals aus Siemens raus und plötzlich stand ich dann da ohne Job und dann war gerade der 11. September. Krass. Und das hat war unangenehm. Also war positiv, ich habe super viel gelernt. Und auch super viel Frustrationstoleranz und Dinge. Und eben auch natürlich, dass so ein Boom, so ein Hype nicht ewig dauert. Ja, verstanden. Und da gibt es ein paar Learnings, die ich da durchaus habe mitgenommen, aber es war voll an die Wand gefahren. Okay, gut. Learning rausgezogen, super. Deine peinlichste Geschichte. Wir haben jetzt viel gelacht hier. Du lachst jetzt schon super. Genau. Also ich auch da könnte ich sehr, sehr viele peinliche Geschichten erzählen. Schon sehr lange her.
1994, 3 Jahre bevor ich verheiratet war, war ich eben bei Anderson Consulting, heute Accenture. Und wir waren auf einem riesen Projekt. Da haben wir Payment, Kreditkarten, Zahlungssystem portiert von Amerika zum deutschen Eurocard-Prozessor. Den gibt es in der Form nicht mehr. Und da waren wir 100, ungefähr so 100 Anderson-Berater, gemischtes Team, Deutsche, USA. Und ich sagte ja vorher schon, der Frauenanteil im USA-Teil war relativ hoch. Ich hatte da, lange bevor ich geheiratet habe, auch eine Freundin und das war alles ganz nett. Und wir saßen dann mal in einem Meeting und das ist so peinlich. Und wir haben dann unter dem Tisch gefüßelt. Ja, das ist jetzt gar nicht so schlimm, sondern mit den Füßen so ein bisschen hin und her. Und, nein, ich weiß schon, was kommt. Nein! So peinlich. Und dann guckt mich ein amerikanischer Kollege an und wir stellen fest, dass ich mit ihm und er mit mir gefüßelt hat. Und wir kennen ja alle die Amis, die ja so ein bisschen unlocker sind bei solchen Themen. Und das war einfach so derart peinlich. Und wir haben uns dann ja dauernd gesehen auf dem Projekt. Und, und jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, haben wir an die Situation gedacht. Das war einfach so abgrundtief peinlich. Du kannst wahrscheinlich froh sein, dass es ein Mann war. Weil wenn es eine Frau gewesen wäre, vielleicht wärst du noch irgendwie 5 Tage in den Bau gewandert. Ne? Ja, damals war das noch ein bisschen locker. Das, okay. 94 und so. Aber okay. Heute würde ich... Oh, okay. Das ist eine tolle Geschichte. Das war so peinlich. Super. Dein Appell? Mein Appell, think big. Ich glaube, wir sind super erfolgreich bei dem, was wir machen. Und da müssen wir weitermachen, gucken, dass so weiterläuft. Natürlich. Aber wir müssen es schaffen. Und das ist wirklich Verpflichtung für die Politik, für die Investoren, für die Gründer, für uns als Hightech Gründerfonds. Wenn wir die Gelegenheit sehen, wenn wir sehen, hey, das kann groß werden, dann müssen wir den Mumm haben. Und da brauchen wir, glaube ich, sehr viel Mumm. Und natürlich sehr viel Skill und sehr viel Fundraising und sehr viel Arbeit natürlich vor allen Dingen, die Sachen wirklich groß zu kriegen. Weil ein 50-Millionen-Exit und ein Multiple von 20 ist ganz toll und muss es natürlich auch viel geben, damit da sozusagen die Erfolge auch da sind. Ohne Frage. Aber wenn wir es nicht schaffen, die 10, die 100 Milliarden Unternehmen in Deutschland hervorzubringen, dann werden diese großen Ökosysteme eben hier nicht sein, dann werden die woanders sein, mit den ganzen Effekten, die das nach sich zieht, also nicht nur Wohlstandseffekte, sondern vor allen Dingen auch Business-Effekte, Employment-Effekte und nachgelagerte Effekte, wo eben dann in diesen Ökosystemen neue Startups entstehen und neue Erfolge entstehen und so weiter und so fort. Und das ist der große Appell, lasst uns, wenn wir die Möglichkeit haben, die Zähne zusammenbeißen und die 100 Millionen und 500 Millionen und 1 Milliarde Exits absagen und die Dinge richtig, richtig groß machen. Das ist das, was wir brauchen. Ja, ja. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir abgehängt. Okay, gut, super. Okay, super Appell. Last but not least, gibt's Menschen, wo du sagst, hey, die sind spannend für dieses Change-Rider-Format im Sinne wirklich, also das war wirklich eine wunderbare Fahrt mit dir, also positiver Appell nach draußen im Zuge des Wandels. Hast du da Leute, die du nominierst? Wenn ja, warum? Genau, also wen ich auf jeden Fall nominiere, ist den Philipp Siefer. Der Philipp Siefer, den habe ich mal, glaube ich, 2011 kennengelernt, der hat der Stickfolie gegründet, so personalisierte Kissen und so Geschichten, ist mittelerfolgreich und der hat mittlerweile Einhorn gegründet. Sind, ich glaube, der Claim ist vegane Kondome, ist erfolgreich. Und was der Philipp macht, der ist ein begnadeter Vertriebler, ganz toller Typ. Und was der gemacht hat, der hat ein Format entwickelt, und das ist für euch vielleicht ganz spannend, CEO-Tausch. Und der hat sich getauscht als CEO mit einer österreichischen kleineren Brauerei. Und die Geschichte, die er da erzählt hat, oder erzählt, die ist unglaublich. Weil er hat eine Woche getauscht. Ach, mega. Und hat in dieser Woche das geschafft, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, dass diese Brauerei bei Amazon gelistet wird. Und hat da kulturell einen super gigantischen Impact gehabt. Und das ist gerade für euch auch spannend. Digitalisierung, wo kommt die Digitalisierung her? Wie kriege ich das hin? Natürlich sehr viel Leadership. Mensch. Und ein Weg ist natürlich, ins Top-Management die Gründer reinzuholen. Und der Philipp hat es eben entwickelt mit seinem CEO-Tauschformat. Und ich glaube, der ist nicht nur ein toller Typ und auch ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch jemand, der da echt eine Geschichte zu erzählen hat. Empfehle ich sehr.
endlich nach dem Horror-Frauentausch-Format ein cooles Format. Also, mega, ich komme auf dich zurück. Super, freue ich mich. Okay. Doch, mach ich gerne Intro und super. Ich garantiere, das wird super werden. Okay, mega.